Liebe Karin, liebe Janine, danke Janine, dass du den Telepathen machst. Großartig. Und ich freue mich, Karin, auf das, was da passiert und hochkommt, was wir verändern können. Und wir fangen an damit, dass du einfach nur kurz in ein paar Sätzen beschreibst, Karin, worum es bei dir geht. So wirklich drei, vier Sätze nur brauchen wir. Hallo, ich habe so viele alte Anhaftungen, Implantate, die ich gerne loswerden möchte. Ich habe auch physisch gesehen, macht sich das durchaus bei mir bemerkbar. Oft krank, ja, auch alte Prägungen von meinen Eltern und Großeltern. Gut. Und das möchte ich loswerden. Sehr schön. Geht's euch beiden gut? Ja. Janine, du könntest noch ein bisschen mehr den Bildschirm Richtung. Ja, perfekt. Super gut. Okay, dann schließt mal eure Augen, macht es euch ganz, ganz gemütlich. Und ihr atmet Ruhe ein. Und ihr atmet alles aus, was euch gerade beschäftigt, was euch vielleicht belastet oder bedrückt. Und ihr atmet dieses angenehme Gefühl von Ruhe tief in euch ein. Und ihr fühlt, wie diese Ruhe sich in euch ausbreitet. Und diese Ruhe ist um euch drumherum wie ein Mantel aus Geborgenheit. Und ich zähle jetzt von 10 bis 1. Und bei 1 seid ihr vollständig entspannt, wohlig, fühlt euch sicher und gut. 10. Dein Körper entspannt sich immer mehr. Bei jedem meiner Worte bist du mehr und mehr entspannt. Neun. Bei jedem Atemzug wird sich dein Körper immer mehr entspannen und von deinen Füßen aufwärts wird es immer schwerer und du fühlst, wie deine schweren Füße und Fußgelenke einsinken. Acht. Du fühlst, wie diese Schwere aufsteigt zu deinen Knien, langsam. Deine Muskeln dehnen sich aus und es ist eine wohltuende Empfindung. Es ist angenehm und du fühlst dich dabei sicher. Dein Schweregefühl erreicht jetzt dein Becken. Und du fühlst, wie dein Becken jetzt einsinkt. Sieben. Auch deine ganzen schweren Beine sinken jetzt ein. Sechs. Schwer. Du entspannst dich und deine Gedanken und Gefühle immer mehr, langsam in deinem Tempo. Fünf. Auch dein ganzer Rücken sinkt jetzt vollständig ein und dein Bauch lässt los und sinkt ein. Vier. Deine Muskeln dehnen sich aus und dein Brustkorb ist entspannt und sinkt ein.
Dein Einatmen wird dich mit Energie erfüllen und dein Ausatmen wird dich noch schwerer machen. Alle Geräusche, die kommen könnten, lässt dich noch mehr entspannt sein. 3. Jetzt sind auch deine Schultern, deine Arme und deine Hände schwer und sinken ein. 2. Dein Nacken und Hals entspannt sich vollständiger mit deinem ganzen Kopf. Zusammen sinkt alles ein. Dein Gesicht, deine Stirn, dein Kiefer, dein Mund sind jetzt vollständig entspannt, sowie auch deine Gedanken und Gefühle. Und falls irgendwas mit der Technik schief läuft, übernimmt Janina. Und Karin, du bleibst tief entspannt, falls irgendeine Störung. 1. Vollständig entspannt und schwer. Alles sinkt ein. Und ich zähle jetzt von 1 bis 3. Und dein Geist wird dich währenddessen direkt zu den Ursachen führen, die mit den Problemen oder Themen zu tun haben. Oder zu einem wichtigen Moment, zu einer Erinnerung, einem Traum oder etwas anderem. Du lässt es einfach nur auftauchen und gehst dahin. 1, 2 und 3. Geht's dir gerade, Karin? Was taucht auf? Alles schwarz und lila. Wie ist dein Gefühl dazu? Sehr dunkel. Dunkles Gefühl. Löst es irgendwas aus in dir? Nein. Und so kommen da helle Schatten. Ist es eher angenehm oder unangenehm? Angenehm. Okay. Janina, klink dich mal ein in das Unbewusste, beziehungsweise wie siehst du gerade die Karin? Also mir kommt ein Bild, da ist sie wie in so einem Maisfeld-Labyrinth, also und sucht da nach einem Ausweg oder nach Wegen, jetzt sie da so rum. Welche Stimmung hat sie da? Ein bisschen bedrückt und ängstlich. Und überfordert, weil sie nicht weiß, wo sie jetzt hingehen soll. Wie nimmst du sie im Moment, wenn du sie dir anschaust? Wie nimmst du sie energetisch wahr? Jetzt gerade? Jetzt in diesem Moment. Es ist so eine Schwere, nehme ich wahr, und ein Bedrücktsein und eine niedrige Schwingung. Wie würdest du die bezeichnen, von 0 bis 100? 20. Okay. Und ein Angespanntsein. Gut. Karin,
Wie geht's dir im Moment gerade? Ich spüre diese Überforderung. Als sie es gesagt hat, da wurde mir das jetzt richtig klar bewusst. Ja. Die kennst du gut, dieses Ja. Gefühl. Gut, wie ist es mit diesem Bild, mit diesem Schwarz und Lila, mit den hellen Schatten? Wie ist es da gerade? Hat sich was verändert oder bewegt sich da was? Es ist unverändert. Und du bist Es ist traurig geworden. das Lila ist ein bisschen weniger. Aber irgendwie kommt jetzt so ein heller Punkt. Er wird heller, genau. Gut, dieses im Maisfeld sein, kannst du dieses Bild nachvollziehen? Das Leben ein Maisfeld, ein Labyrinth? Ich irre doch schon mein ganzes Leben durch die Gegend. Weiß nicht wohin. Ja. Dann gehen wir zur Situation davor, zu der Ursache der Situation, wie das alles so jetzt gekommen ist. Ich zähle wieder von 1 bis 3 und ihr lasst genau das auftauchen, wo euch euer Geist oder wo dich dein Geist jetzt hinführt, Karin, und Unbewusstes von Karin, Janina, du schaust. Eins, zwei und drei. Wir gehen in der Vergangenheit zurück. Was taucht auf, Karin? Es ist nur noch schwarz. Meine Augen pochen und mein Herz klopft wie verrückt. Kannst du irgendwas sehen? Nein. Gar nichts. Wie ist die Stimmung gerade? Nicht entspannt. Also angespannt eher. Ja, ich bin entspannt jetzt. So. Du bist entspannt jetzt. Ja, fühle Aber auch mich an fühlst dich wohl. locker. Locker. Janina, was nimmst du wahr? Ich habe zuerst so einen ganz starken Herzschlag gehört und es war wie so im Wasser, also wie so ein Embryo in der Fruchtblase, der so total von so einem, ist so ein Beat oder so einem Herzschlag so völlig wo in Schach gehalten wird. So. Wie alt ist die Karin da? Wie viele Wochen, wie viele Monate? 4 Monate. Was erlebt sie da mit diesem, ja, starken Beat, mit dem starken Herzschlag? Ich glaube, es ist so eine Übertragung von außen, so von ihrer Mutter, so ein Angespanntsein und so ein ja auch überfordert sein, was ich da irgendwie und so ein nicht wissen, ob das jetzt alles richtig ist, was da gerade passiert. Karin, nimm du jetzt mal bitte, und Janina, du hilfst, nimm jetzt mal bitte mit deinen energetischen Händen das Gefühl, was du gerade hast. Nimm das bitte
aus deinem gesamten Körper raus und forme es in deinen Händen zu einer Kugel und sag mir, wenn es in deinen Händen ist. Nimm es einfach raus. Gefühl ist nur eine Frequenz. Ja, ich hab's. Sehr gut. Und jetzt wirf diese Kugel in die Unendlichkeit, sodass diese Energie wieder zu reiner Energie wird. Und sag mir, wenn es weg ist. Gut, Janine. Das war nicht so richtig weg. Ist noch Ja, nicht richtig weg. das ist wie, also in meinem Bild ist sie immer noch wie in so einer Blase und alles, was sie wegwerfen will, das kommt wieder wie zurück. Es geht nur bis ein Stückchen an die Wand und dann kommt es wieder so, wow, so voll zurück. Gut. Wir entscheiden jetzt, dass diese Wand, ich zähle bis drei und diese Wand ist weg. Eins, zwei und drei. Jetzt. Und jetzt nimm nochmal die Gefühle, die du gerade hast, form sie nochmal zu einer Kugel in deinen Händen und schmeiß sie weit in die Unendlichkeit. lässt sich irgendwie nicht zu einer Kugel formen. Es bleibt eine Blase, ich bin mittendrin. Probier mal im Moment deine eigene Frequenz, dein Leuchten, deine ursprüngliche Schöpferkraft, probier die einfach mal zu verstärken, zu erhöhen. Sehr gut. Janina, wo ist Karin im Moment? Wobei 40. Hervorragend. Karin, wie geht's dir gerade? Diese Blase wird immer größer, ist fast nicht mehr zu sehen, nur noch am Rand. Wie geht's dir in der Blase? Besser. Ja, Nina, was nimmst du wahr? Also ich nehme wahr, dass sich das eher vergrößert hat und dass es sich halt noch darin befindet und es ist für sie etwas Vertrautes, weil sie das kennt, seit sie denken kann und fühlen kann. Aber in meiner Wahrnehmung und das, was ich sehe, ist es nicht von ihr. Also es ist so ein, es bleibt so wie so ein Gefangensein. Gut. Janine, schau du mal bitte. Und Karin auch. Immer wenn ich Janine sage, meine ich Janine im Unbewussten von Karin. Schau mal bitte, wir gehen zu der Situation. Ich zähle wieder bis drei, wo diese Blase entstanden, geformt, wo eingewilligt wurde, dass sich diese Blase um Karin drumherum legt. Also wie das geschehen ist, dass diese Blase um Karin gelegt wurde. Eins, zwei und drei. Ich sehe sie so im Wald. Alleine, also sie fühlt sich sehr alleine und da kommen
so wie so Tiere und so, die so ihre Freunde sein wollen, aber eher so imaginär. Und ihr sowas von ich hab dich lieb sagen, was sich für sie gut anfühlt. Aber ich, wenn ich das von außen so angucke, ist es irgendwie, wirkt es auch irgendwie bedrohlich. Karin, wie geht's dir gerade? Gerade eben jetzt wird es auf einmal hell. Es war vorher alles total schwarz. Und jetzt leuchtet, kommt wie Sonne. Okay. Janina, schau mal, in welcher Form. Oder leg mal deine Finger an diese Tiere und schau, was für eine DNA das ist. Eine menschliche, Reptiloide oder Insektoide, Humanoide. Irgendwie können sie ihre Form wechseln, und ich glaube, es sind so Lichtwesen, die dann so Reptiloiden sein können, aber auch Humanoide, also auch sich so tarnen in so Menschen und Tieren. Und im Moment sind sie getarnt als Tiere, die sie lieb haben wollen. Ja, so, ja. Und Karin, du nimmst es wahr, als dass es heller wird, lichter wird, angenehmer wird. Es ist wieder dunkler und es war der Ball wieder da und ich habe ein Kloß im Hals. Als ob ich jetzt diesen Ball verschluckt hätte. Aha. Nimm mal bitte diesen Kloß mit deinen energetischen Händen aus deinem Körper raus und sag mir, wenn er in deinen Händen zu einer Kugel geformt ist. Ball ist nicht mehr so hell. Wie ist es deinem, wie geht es deinem Hals gerade? Nicht mehr ganz so schwer. Aber ist nicht weg. Gut. Wie alt, Janine, ist die Karin in dem Wald? 3 Jahre. Schau mal gerade, ist das ein Bild aus diesem Leben oder aus einem anderen Leben? Dieses. Schau mal in die Geschichte weiter. Wie reagiert die Karin, wenn diese, ja, Entitäten kommen und ihr diese Liebe anbieten? Wie reagiert die Karin darauf? Erst ist sie zögerlich, weil es schon was Fremdes ist. Aber dieses Licht oder diese scheinbare Wärme, die gefallen ihr auch. Und deswegen können die sich schnell mit ihr anfreunden. Und die sagen ihr auch sowas von, wir möchten mit dir gehen. Also so. Und das gefällt ihr, dieses nicht alleine irgendwie zu sein und so Wärme und Nähe zu spüren. Und was Und heißt dieses mit dir gehen?
wir sind bei dir oder wir bleiben bei dir oder wir gehören zu dir oder wir helfen dir. Was ist das Versprechen, was sie geben? Es ist so, im Moment ist es eher noch so ein Angebot. Wir bleiben bei dir, wenn du, also es ist irgendwie an so, wenn du mit uns gehst oder wenn du uns willst oder wenn du dich traurig fühlst, wenn du dich schlecht fühlst, dann können wir zu dir kommen. Also es ist irgendwie so ähnlich. Und wie reagiert die Karin darauf? Es macht sie ein bisschen heller und es macht in ihr aber auch so ein Herzklopfen. Und sie lässt sich darauf ein. Und wie entsteht dann diese Blase? Wie geht es weiter? Irgendwie ist sie dann einfach plötzlich da. Und was macht diese Blase mit der Karin? Wie ist die Auswirkung? Na, die schenkt ihr zuerst so eine Geborgenheit und so eine Liebe und so eine Wärme. Und gleichzeitig wird sie aber da auch so wie so drin noch umhergeworfen. Und löst es so ein desorientiert aus. Wie geht's dir gerade, Karin? Die Blase war wieder da. Es ist ja hell. Die Blase nimmst du als hell wahr. Die Blase war da und jetzt wird es hell, es wird alles sehr viel heller. Und der Ball wird immer größer. Richtig leuchtend. Frage an dich, Janina, ist dieses helle Leuchtende, geht das von diesen, wir gucken gleich nach diesen Wesen, geht das von denen aus, damit es ihr gut geht mit der Blase, damit sie es nicht lösen möchte? Ja. Genau, eine Täuschung. So ist meine Wahrnehmung, ja, das ist genau. So im Moment so ein Leuchten und so ein schönes ist und so ein Ort, komm, ist doch schön mit uns und wir geben dir doch auch Licht. Aber dahinter wird zu viel Energie abgezogen aus den Emotionen und aus dem aus ihr. Ja. Also Emotion und Energie wird abgezogen. Das ist der Sinn von dieser Blase und von diesem Angebot. Ja, das ist das, was ich gerade sehe, ja. Kann sein, dass da auch noch was anderes ist, aber das ist im Moment sehr dominant. Wie viel Prozent ihrer Energie wird abgezogen, ungefähr? 50. Kriegt sie dafür irgendwas zurück oder gar nichts? Scheinbar kriegt sie was zurück, aber in Wirklichkeit halt nicht. Ja, nur als Schein. Ja, also so, sie kriegt immer so ein bisschen, ist so wie so kriegst du einen kleinen Finger, aber dafür reißen die dir die Hand raus. So ein Bild ist das. Wir schauen mal gerade mit dieser Anhaftung oder wie immer wir es nennen wollen, wir schauen mal, wenn Karin in dieser Anhaftung bleibt, wie sieht ihre Zukunft aus? Karin, auch Frage an dich, wie sieht deine Zukunft aus? Düster. Und wenn wir das, ja? Der Ball kommt, es wird hell, es ist wunderschön. Und dann geht's wieder. Und es ist stockfinster. Ja, genau. Und jetzt schau mal in deine Zukunft und dieser Ball, diese Blase, diese Energie, die dir abgezweigt wird, wäre weg. Schau mal deine Zukunft, wie das wäre. Was würde sich verändern?
Es bleibt alles hell. Janine, was nimmst du wahr? Also mit der Blase, die erste Frage, da nehme ich dieses total zerrissen und wo und hin und her und Licht und Dunkel und so zerrissen von Liebe und Schmerz wahr. Und wenn diese Blase weg ist, dann merke ich, dass es so ruhiger wird in ihr und echter und gefüllter von ihrer Kraft und von ihrem Licht und Leuchten. Und dass dieses Zerrissensein weggeht. Und sie in ihre Kraft kommt, ja. Ja. Frage an dich, Karin, weil das ist dein freier Wille. Möchtest du, dass wir das lösen? Ja. Okay, gut. Also. Jetzt lassen wir mal genau diese Entität vor dir, Karin, und vor dir, Janina, auftauchen, der der Chef ist von diesen ja, wechselnden Entitäten, teils Reptus, teils Humanoide. Und ich möchte, dass der sich jetzt vor euch als Energieform präsentiert. Und ich zähle bis drei und er ist da. Eins, zwei und drei. Was nimmst du wahr, Karin? Es ist alles finster und grau, grau und schwarz. Und in meinen Ohren pocht es. Bum, 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 bum. Angenehmes Pochen oder unangenehmes? Unangenehm. Janine, was oder wen nimmst du wahr? Also in meinem Bild kam wie so ein Riesen. Vogel mit so riesen Flügeln, so angeschwungen, so von unten, so pff, mächtig, groß, dunkel, aber mit so Licht rundherum. Befehlt ihm mal, zur Ruhe zu kommen und sich in seiner wahren Gestalt zu zeigen, jetzt. Da kommt bei mir ganz viel Licht und ganz viel Leuchten, aber es bleiben so Flügel. Frag ihn mal nach seinem Namen, bitte. Karin, du auch. Wie heißt diese Entität? Oder dieses Wesen? Also das will der nicht so rausrücken. Karin, kommt dir ein Name? Nein, aber ich habe wieder ein Kloß im Hals. Es wird wieder heller. Darfst du sagen den Namen oder darfst du es nicht sagen? Was ist der Kloß? Ich weiß es nicht. Okay. Janina, befehl ihm, fahr deine Energie hoch. Deine Frequenz und befehl ihm, seinen Namen zu sagen jetzt. Lucifer. Super. Und jetzt schau bitte mal, Janina, wo ist im Moment Karin mit diesem Lucifer verbunden? Was ist die Verbindung energetisch zwischen den beiden? Das ist an ihrem kompletten Körper von außen, an ihrer Haut, in ihr drin, rundherum, ganz krass überall. Kommt daher auch die Probleme körperlich und auch aus der Geschichte heraus?
Einfach als Frage, wie viel Prozent Ihrer gesamten Probleme kommen von diesem Einfluss, von diesem, ja, energetisch besetzt sein? Ja. Kommen alle daher? Mhm. Karin, wie geht's dir gerade? Das ist so schwer. Wir lösen das jetzt. Karin, befehl du mal, Luzifer, fahr bitte deine Frequenz hoch. Der Mensch ist das mächtigste Wesen in diesem gesamten Universum. Im gesamten Universum. Fahr deine Frequenz mal hoch in deine natürliche Frequenz, in deine Leuchtkraft, in deine ideale Frequenz. Janina, alles gut? Ja, das ist ganz schön anstrengend für mich, aber ist okay. Ja, trenn und löse dich mal bitte Ja. vollständig und du guckst von der Weite, dein Emotionalkörper reagiert gar nicht, du guckst nur von der Weite da drauf. Geh in die Distanz, die dir gut tut. Und sag mal, wenn du da bist. Trenn dich komplett energetisch, emotional von diesem Wesen. Kribbelt auch noch so in meinem Körper, wie als wenn das so, also so an Karins Körper so kribbelt, so überall ist es ja dran. Identifizier dich bitte nicht im Moment Ja. mit Karin. Trenn und löse dich komplett von Karin und du guckst nur, von der Ferne guckst du nur drauf. Völlig sachlich guckst nur die Bilder an, ohne eine Emotion. Ich zähle bis drei und du bist draußen und getrennt von Karin. Eins, zwei und drei. Wie geht's dir? Okay. Sehr gut. Karin, wie geht's dir gerade? Gut. Sehr gut. So, das ist wieder so hell. Das sind Alles so Licht. die Lichtspiele von Luzifer. Gut. Befiehl du jetzt mal dem Licht, dem luziferischen, dieser bestimmten Frequenz, befiehl du jetzt alles aus deinem Körper, was drinnen und an deinem Körper ist, auch an deinem Energiekörper, jetzt wegzumachen, rauszunehmen, zurückzuholen, komplett alles, befiehl es einfach. Alles, was dich getäuscht hat, was dich hat täuschen lassen, alles, was dir irgendwas versprochen hat, wo du für nur gezahlt hast. Entscheide jetzt und befiehl jetzt, dass Luzifer alles aus deinem Körper rausholt. Komplett alles. Auch aus deinem Energiefeld, aus deinen Frequenzen. Alles rausholt, was nicht zu dir ursprünglich gehört. Und ich zähle bis drei und dieser Befehl wirkt. Jetzt. Eins, zwei und drei. Was nimmst du wahr, Janina? Ich nehme wahr, dass da immer wieder so eine Diskussion geht und dass Karins Frequenz nicht hoch genug ist, dass er es akzeptiert und es tut. Karin, schau noch mal, dass du dein Leuchten, deine eigene Energie, dein ursprüngliches Seele sein, Mensch sein, Geist sein, dass du dich wieder erinnerst, wer du eigentlich bist. Ein schöpferisches, großartiges, vollkommenes, geniales Wesen. Erinnere dich dran und entscheide einfach, dass deine Frequenz jetzt in ihre ideale Frequenz geht. Ich zähle bis drei und du erhöhst oder hast deine Frequenz erhöht. Eins, zwei und drei. Janina, wie nimmst du Karin wahr?
Es fährt höher und trotzdem ist noch was in ihr, was es irgendwie nicht erlauben möchte. Irgend sowas im Mentalkörper. Was, was ihr so suggeriert wurde oder wie so Glaubenssätze, was, oder wie man das nennt, die ihr nicht erlauben, dass sie, dass ihr ganz gut gehen kann und dass sie voll in ihrer Kraft sein kann, was sowas in dem Mentalen, was sie da blockiert. Karin, nimm mal telepathisch jetzt mit den Energiehänden diese mentalen Frequenzen, Strukturen, Muster, Erinnerungen, Hypnosen. Nimm jetzt mal aus deinem Mentalkörper raus. Beschließ es einfach, stell es dir vor und tu es. Und nimm genau diese Glaubensmuster, die dich klein halten, krank sein lassen und so weiter. Nimm bitte in deine Hände genau diese gesamten Strukturen, von denen wir gerade gesprochen haben, und sag mir, wenn sie in deinen Händen sind. Ja. Und jetzt schmeiß sie wieder weit in die Unendlichkeit, wo sich das auflöst in reine Energie. Und dann schnauf mal ganz tief durch, Karin. Noch tiefer. Mach mal knallvoll. Sehr gut. Janina, was nimmst du wahr? Ja, ich nehme nahe, dass es besser geworden ist. Und trotzdem gibt es da noch irgendwie eine Verbindung so in ihrem Herz oder da so in dieser Herzregion, die irgendwie sie hindert, das Ganze zu lassen. Oder vielleicht hängt das auch damit zusammen, ich weiß es nicht so genau. Karin, befiehl mal Luzifer oder wer und was es auch immer, es ist auch nur eine Frequenz wiederum, eine Energie. Befiehl Luzifer, dass er alles aus deinem Körper jetzt entfernt, aus deinem Körper, aus deinem Energiekörper, aus deinem emotionalen Körper, aus deinem mentalen Körper, alles, was irgendwann von ihm da eingesetzt wurde. Befiehlt ihm einfach aus deiner Entscheidung. Was siehst du gerade, Karin? Dabei ist jetzt grau. Das Licht ist weg. Ja. Ist es okay? Ist es angenehm, unangenehm? Ist ja wieder heller. Sehr hell. Ja, nie eine Frage, diese Helligkeit, kommt das von Luzifer? Ja, der ist noch dabei, das von ihr aus hier raus zu entfernen. Sehr gut. Und dann spielt er nochmal mit dem Licht und Dunkel halt und mit dem, oh, war das so schön mit uns und oh, ist doch vertraut und oh, also so ein Hin und Her ist es irgendwie, während er das Ja, aber einfach entfernt. Er macht's, ja. er macht's gut. Sehr gut. Es kommt und geht. Sehr gut, Karin. Ist der Ball ganz weg. Janina, sag mir mal, wenn Karin völlig frei ist, auf allen Ebenen.
Also von diesem Lichtwesen-Ding ist jetzt alles weg. In ihr, aus ihr. Aber es ist noch trotzdem im Moment noch so quasi um sie rum und es muss noch irgendwo anders hin, dass es wirklich ganz weggeht. Wir öffnen jetzt ein Portal. Weißt du, was ein Portal ist, Karin? Nein. Nein. Das ist einfach wie so eine Tür, ein Tor in andere Dimensionen, in andere Zeiten. Oder schwarze Löcher vielleicht schon mal gehört im Universum. Wir öffnen ein Portal und du entscheidest, dass Lucifer in dieses Portal reingeht mit all diesen Helfern, mit all dem, was er da ja mitgebracht hat, was mit dir zu tun hat. Nur du entscheidest, dass er da in seine Welt geht. Wir werten dich, aber du willst ihn nicht, du brauchst ihn nicht. Und du hast nichts dafür bekommen. Null, es war kein Ausgleich da. Befiehl ihm, Macht deines Menschseins, dass er dahin zu gehen hat. Und alles mitnimmt, was von seiner Energie stammt. Also mir kommt jetzt währenddessen noch eine Frau, vielleicht ist es ihre Schwester, aber ich glaube, es ist nur so was Getarntes und so ein Versuch, um irgendwie nochmal zu sagen, oh, komm doch mit, oh, ist doch so schön mit uns. Wieder eine Täuschung. Ja, jetzt würde Eine er, vertraute Person. ja, ich glaube, das ist sowas, ja. Karin, fahr nochmal deine Frequenzen hoch und befiehl ihm ganz klar und sag ihm, es ist Schluss, es ist Ende, es ist vorbei, für immer. Und schick ihn zu diesem Portal, und sagt mir, wenn er drinnen ist, und dann schließt ihr das Portal bitte. Sagt ihm, er soll sich beeilen. Also bei mir ist jetzt weg und zu. Karin, wie nimmst du es wahr? Ich habe so einen Druck auf der Brust. Also das nehme ich auch wahr. Das ist aus meiner Sicht ist es sowas wie Trauer und so ein Oh shit, wie fülle ich denn jetzt diese Leere oder dieses, jetzt ist es ja weg, dieses Vertraute und jetzt brauche ich ja irgendwas anderes. So, Ganz sowas ist es. ja, und es ist ja was, ja, auch weggegangen, was Ja, scheint auch. was schmerzhaft auch ist. Ja, also Karin, deine Aufgabe ist jetzt, deinen ganzen Körper, deinen ganzen Ätherleib, deinen ganzen Energiekörper, deinen Emotionalkörper, Mentalkörper mit deiner eigenen Energie zu füllen, mit deinem Leuchten, mit deiner Liebe, mit deiner ureigensten idealen Frequenz. Mach dich voll davon. Janina, was nimmst du wahr? Ich nehme wahr, dass es schwierig geht, aber es geht langsam. Und es ist halt so irgendwie so neu und ungewohnt und so ein bisschen kribbelnd. Ja, auch schön.
Füll weiter alles auf, Karin. Ich habe ein Kloß im Hals. Ja, berührt auch, gell? Ja. Wenn man so nach so langer Zeit wieder mit sich richtig beisammen ist. Spürt, wer man eigentlich ist und wie großartig man eigentlich ist. Frau eigentlich ist. Ich eigentlich ist. Füll auf, mach dich ganz voll mit deinem eigenen zu sein. Und Janine, schau du bitte mal. Und zwar diese körperlichen Symptome, das Brummen im Kopf und in den Ohren. Nimmst du da noch was wahr oder ist das weg? Irgendwie gibt es dann noch eine Verbindung zu anderen Menschen oder zu irgendjemand, ja, was nicht ihr gut tut, wie so eine Abhängigkeit irgendwie ist da oder so ein, also es ist so ein, wie sagt man da, weißt du, sowieso aus Mitleid oder Schuldgefühl von, ich, also wie wenn ich jetzt zum Beispiel dann so den eigenen Weg gehen will, aber ich denke so, oh nee, kann ich doch jetzt nicht machen, ich muss doch jetzt irgendwie bei ihr bleiben, sowas. Ja, wie sagt man dazu? Abhängigkeit. Ja, so ein Helfersyndrom. Ja, ich lass dich nicht allein, ich gehe mit oder komm, ich gehe nicht meinen Weg, weil du brauchst mich doch oder sowas. Also den anderen wichtiger nehmen als ich auch. Ja, genau, ja. Kannst du das fühlen, Karin? Ja. Gut. Nimm mal genau dieses Gefühl. Aus dir raus wieder. Ich habe Halsschmerzen. Ja, das darf alles sein, geht alles nachher weg. Oh. Nimm dieses Gefühl mit den Halsschmerzen und dieses, den anderen wichtiger zu nehmen als dein Wohlergehen, ist ein altes, gelerntes Muster, was wir ganz viel finden. Nimm das Gefühl bitte aus dir raus, auch die Angst, dich schuldig zu machen, weil es dem anderen vielleicht schlechter geht als dir dann. Nimm das bitte komplett aus dir raus, form es in deinen Händen zu einer Kugel und schmeiß es in die Unendlichkeit. Sag mir, wenn es weg ist. Es liegt noch. Also, mach Janina. Also in meiner Wahrnehmung geht es zwar weg, aber da gibt es noch so eine Verbindung zur Mutter oder zur Schwester, wo ich glaube, dass es wichtig wäre, dass die kurz miteinander sprechen und dass Karin ihnen das sagt. Also wahrscheinlich sind es auch beide. Und dass sie ihnen quasi sagt, dass sie ihren Weg gehen möchte, also wenn sie das möchte, und dass sie sich wie in so einem Gespräch irgendwie nochmal trennt, sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Das kommt mir jetzt so. Karin, stell dir mal deine Mutter und deine Schwester vor, wie wenn sie jetzt beide vor dir stehen würden und alle anderen, denen du den Gefallen getan hast, in diese Abhängigkeiten zu gehen. Stell sie dir einfach, ja, so ungefähr vor dir vor und sag mir, wenn die da sind. Ich sehe so beide. Dann sprich einfach mal folgende Sätze nach. Sag mal, Liebe, wie nennst du deine Mutter? Mutter. Mutter, ja. Sag mal, liebe Mutter, liebe Schwester. Liebe Mutter, liebe Enkel. Ich verändere jetzt in meinem Leben ganz, ganz viel.
Ich verändere jetzt in meinem Leben ganz viel. Ich habe es schon verändert. Ich habe es schon verändert. Ich mache es zu meinem höchsten Wohle. Ich mache es zu meinem höchsten Wohle. Zum höchsten Wohle aller. Und zum höchsten Wohle aller. Und Mama, mit Mama, meiner Veränderung, mit meiner Veränderung, ehre ich dich und deine Geschichte. Ehre ich dich und deine Geschichte. Ich danke dir, dass du mir das Leben geschenkt hast. Ich danke dir, dass du mir das Leben geschenkt hast. Und ich danke dir auch für das, was du mir gegeben hast. Und ich danke dir auch dafür, was du mir gegeben hast. Und was du mir nicht geben konntest, dafür sorge ich jetzt selber. Was du mir nicht geben konntest, dafür sorge ich jetzt selbst. Wie schaut die Mama? Sie steht da. Wie schaut sie? Sie versteinert. Ich sehe es. Bewegung rührt sich nicht. Ist sie traumatisiert? Sag mal, Mama, deine Geschichte nichts an. Mama, deine Geschichte geht mich nichts an. Alles, was du brauchst, kannst du von deinen Eltern bekommen oder mit deinen Eltern klären. Alles, was du brauchst, kannst du mit deinen Eltern klären. Oder von ihnen bekommen. Oder von ihnen bekommen. Mama, du hast einen guten Platz in meinem Herzen. Oh, du hast einen guten Platz in meinem Herzen. Und ich schaue jetzt in mein Leben. Und ich schaue jetzt in mein Leben. Das nur mir gefallen muss. Das muss nur mir gefallen. Mein Leben ist nur dazu da, dass es mir gefällt. Mein Leben ist nur dazu da, dass es mir gefällt. Wie reagiert die Mama, wenn sie reagieren würde? Sie war jetzt auf einmal weg. Ich sehe sie gar nicht mehr. Dann ich sehe auch die Engel nicht mehr. Oh, ist das ein gutes Gefühl oder nicht so gut? Nicht so gut. Nicht so gut? Nein. Dann ruf ihnen mal hinterher und sag, ihr habt einen guten Platz in meinem Herzen. Ihr habt einen guten Platz in meinem Herzen. Nur jetzt schaue ich in mein Leben. Nur jetzt schaue ich in mein Leben. Und dann dreh dich innerlich mal um. Das heißt, innerlich hast du die Eltern, die Mutter, die Schwester hinter dir. Mit der Elke haben wir ja nachher noch die Hypnose. Und du schaust mal in dein Leben. Deine Zukunft mit deiner Energie. Und Janina, schau mal bitte, ob diese Abhängigkeiten gut sind. Also ich nehme wahr, dass es ihnen echt schwerfällt, da innerlich sich zu trennen. Und ich sehe, wenn sie das aber tun und trotzdem ja verbunden bleiben im Herzen und in dem Schwestern- und Muttersein, ja, und in der Familie, dass sie dann, also dass Karin dann ihren Weg gehen kann und gestärkt ist und nach vorne schauen kann mit dieser Rückendeckung und in diesem Wissen, ja, dass die anderen da sind, aber dass sie ihren Weg gehen kann und das ist sehr schön. Wenn auch schwierig, dieses sich zu trennen oder wenn auch dann da sowas kommt von. Wir gehen auch gleich mit dieser Frequenz die ganze Geschichte zurück und räumen da auf. Also wir sind... Sieht das so dunkel. Füll dich wieder mit deiner Energie, Karin.
mit deinem Leuchten, mit deinem Strahlen, mit deiner Frequenz. Und du hast deine Familie hinter dir und schaust vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, schaust du in dein Leben, das, was dir gefällt, was du wirklich willst. Genau, und atme dich ein und atme dich aus. Ich nehme die Schwester energetisch sehr dominant wahr, immer noch. Ist die älter, deine Schwester? Ist es die ältere oder die jüngere? Älter. Älter. Ja. Ist die so? Ja, in gewisser Weise schon, ja. Es hin und her war ich, war sie. Würde ich sagen. Lass uns mal jetzt die ganze Geschichte zurückgehen mit der hohen Frequenz und dann schauen wir nochmal zur Schwester. Wie geht's dir gerade, Karin? Sehr, sehr hell und angenehm. Wie fühlst du deinen Körper im Moment? Irgendwie alles schwer. So als ob ich. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Pflasterstein. Gut. Nach der Hypnose bist du wieder leichter. Also, wir gehen jetzt die Schritte zurück. Wir gehen in den Moment, wo du in dem Wald bist, 3 Jahre alt, und du gehst mit deiner hohen Frequenz, mit deinem Du-Sein gefüllt, so wie du jetzt bist. Wir gehen einfach die Geschichte zurück. Wie verändert sich diese Situation, du mit 3 Jahren im Wald? Was nimmst du wahr, Karin? Sieht das eine Blase? Aber es sieht anders aus. Wie geht's dir in dem Wald, wenn du so ganz du bist? Fühlt sich leichter an. Was macht denn die kleine Karin da im Wald? Ich sehe die kleine Karin nicht. Was ist, es fühlt sich diese Blase wird. Es bekommt eine Blase und es geht immer wieder zum Ball zusammen und. Es ist und bleibt hell. Lass uns noch mal langsam. Geh noch mal zurück in diesen Moment, wo du mit deinen Eltern gesprochen hast. Geh noch mal zeitlich zurück, wo du in dein Leben schaust. Wo ist die Frequenz von Karin Grad Janina? 50. Was wäre die ideale Frequenz von ihr? 90. Also, Karin, erhöhe mal per Entscheidung. Erhöhe deine Frequenz jetzt auf 90. Entscheide es einfach, befehle es. Ich zähle bis 3. 1, 2 und 3. Frequenz auf 90 jetzt. Wie nimmst du es wahr, Janina? Völlig gut. Wow! Karin, gratuliere. Merkst du, wie leicht es geht? Du entscheidest und du befiehlst. Ja. So, mit dieser Frequenz gehst du zurück in den Wald, bitte. Was macht die kleine Karin da?
Boah, das ist hell. Alles gut mit der Kleinen? Ich fühle mich gut. Also ich sehe sie so happy, clappy, fröhlich auf den Bäumen balancieren, rumspringen und glücklich sein, seiend. Ja. Dann gehen wir noch weiter zurück. Und zwar, Karin, du bist ein Embryo, 4 Monate alt im Bauch deiner Mutter und du bist genau in dieser Frequenz von 90. Wie geht's dir da? Was taucht auf? Direkt zum Herz. Sag nochmal. Ihr drückt es am Herz. Ich habe Herz wie Beklemmungen jetzt. Janine, was nimmst du wahr? Herzschmerz. Also ich habe eigentlich wahrgenommen, als wir in die Situation sind, dass es angenehm ist. Also ich habe schon den Herzschlag gespürt, so von der Mutter, aber es war nicht dieser unangenehme Beat von vorhin und es war angenehmer. Noch nicht hundertprozentig super toll, aber deutlich angenehmer. Karin, spür mal nach, ist es die Sorge, wenn ich auf der Frequenz 90 bin, ob ich überhaupt Verbundenheit, Nähe mit anderen Menschen leben kann? Ist das eine Sorge, die die kleine Karin da jetzt hat im Mutterleib, wenn ich auf so einer hohen Frequenz bin? Vielleicht Ist auch die das Sorge, vielleicht auch die Sorge, dass er mich nicht so wirklich liebt. genau. Wir kreieren ja mit unseren sogenannten negativen Emotionen unsere gesamte Geschichte. Und wir kreieren gerade um. Das heißt, sei mal bei der Mutter, sie hat ihre eigene Geschichte. Und kann, lebt deine Mutter noch? Nein. Und sie kann auf der anderen Ebene, wo wir alle verbunden sind, kann sie genau alles verändern, wenn sie wahrnimmt, was du veränderst. Also du bist dir ein großes Geschenk. Bleib mal mit der Frequenz 90 im Mutterleib. Du bist 4 Monate alt. Und alles, was dich daran hindert, wieder Rücksicht zu nehmen oder für andere oder mit Fragen oder Sorgen dich zu beschäftigen, nimm mal die Gefühle, die jetzt da sind, bitte wieder mit deinen Energiehänden aus deinem Körper raus und wirf sie ins Universum. Du weißt schon, wie es geht, in die Unendlichkeit. Ich komme wie von der Schwingung nicht hoch. Entscheide es, wirf erstmal diese Gefühle, die du jetzt hast, weil das sind niederschwingende Gefühle. Angst vor Liebesverlust, Angst vor einer guten Bindung, Angst vor Neuem, dass sich was verändert. Nimm mal all diese Gefühle, die du aus deinem alten Leben kennst, die jetzt auftauchen. Alles, was dich nicht glücklich sein lässt, nimm bitte aus deinem Körper raus und schmeiß es in die Unendlichkeit. Wie geht's dir jetzt, Karin? Besser. Sehr gut. Und du merkst, wie machtvoll du bist, dass du deine Gefühle, die nur Frequenzen sind und die deine Realität erschaffen und kreieren, dass du die verändern kannst. Wie geht's denn deiner Mama, wenn du in der Frequenz von 90 im Mutterleib bist?
Wie reagiert deine Mama darauf? Ich nehme sie gar nicht wahr. Janina, was siehst du gerade? Also ich sehe so einen glücklichen Verbund sozusagen, also einen gesunden, nicht in so einer Abhängigkeit, sondern jeder darf so sein, wie er eben ist. Also es gibt schon diese Verbindung im Mutterleib, aber es ist nicht so negativ nach unten ziehen, sondern positiv. Und jeder darf individuell seine Geschichte leben. Okay. Und manchmal ist der eine halt näher und manchmal nicht so nah und es ist okay. Wie geht's dir gerade, Karin? Irgendwie immer noch ein bisschen Herzschmerz. Es drückt immer noch. Frage an dich, kann es sein, Karin, dass dieser Herzschmerz einfach eine Angst vor was Neuem ist? Ja. Aus der Gewohnheit? Nimm mal die ganze Angst vor Neuem, vor Glück, vor Gesundheit, vor Freude, vor allem dem, was du liebst. Nimm diese Angst mal aus deinem Herzen raus. Und wenn sie zu einer Kugel in deinen Händen geformt ist, sag mir Bescheid. Und noch die Traurigkeit dazu und diese Trauer. Auch die Verlusttrauer. Wie ist es gerade, Karin? Besser. Viel besser. Ganz gut. Sehr gut. Dann gehen wir in diese erste Situation rein. Janina, du hast es als Maisfeld Labyrinth beschrieben. Karin, bei dir war es dieses Schwarz und Lila Dunkel mit hellen Schatten und angenehm und dann wieder Lichter. Und jetzt werden wir auf das Gesamte schauen. Karin, Janina. Janina, wie siehst du sie in diesem Bild vom Maisfeld? Gibt es das noch? Verändert sich das? Was passiert, wenn sie auf ihrer idealen natürlichen Frequenzen? Also wenn sie so ganz in der Frequenz ist von 90, von Glück, von Freude, dann ist sie in dem, ist sie irgendwie über diesem Maisfeld, sie schwebt sozusagen förmlich über diesem Irrgarten von wo soll ich hin, was passiert da, sondern es ist so eine Souveränität in ihr, die so mit einer Leichtigkeit da drauf schauen kann und sich da sozusagen von oben bewegt und gucken kann. Karin, was siehst du, wann nimmst du gerade wahr oder wie geht's dir? Ich fühle mich frei. Wunderbar. Sag's nochmal für dich selber. Ich bin frei. Ja. Und jetzt genieß es. Schmeiß den Schmerz raus. Du hast genug Schmerz gehabt. Lach dich der Freude. Ich bin frei, endlich frei.
Vielleicht musst du dich einfach noch ein bisschen dran gewöhnen, weil es so lang ist. Beatme es gut, lass es sich ziehen. Bleib du in deinem Gefühl. Ich frage nur Janine noch ein paar Sachen. Frage, die Rückenprobleme und Gelenke sind damit weg? Ja. Bluthochdruck? Mhm. Grippaleinfekte? Ja, da braucht es vielleicht noch ein bisschen Stärkung vom Immunsystem dazu. Mhm. Übergewicht, Heißhunger auf Süßigkeiten? Kenne ich nicht in dieser Frequenz oder kann ich gar nicht da erkennen. Gibt es nicht mehr, gut. Kraftlos oder ausgebrannt oder Depressionen? Thema Rauchen? Tangiert sie peripher. Okay, fantastisch. Sehr gut. Dann, Janina, trenn du dich und löst dich komplett von allem und allen. Karin, du trennst und löst dich auch von allem und allem und allem Alten. Und ich zähle jetzt von 1 bis 5. Und bei 5 seid ihr komplett im Hier und Jetzt, fühlt euch ausgeruht, wohl, sicher, großartig, leicht und voll mit eurer Hey, bist du noch da? Ja. Okay, Christiane ist jetzt irgendwie weg, aber das macht nichts. Wir holen dich da raus. Bleib mal kurz in dem, in deinem freien Gefühl. Und ich zähle jetzt runter von 5 bis 1. Nee, von 1 bis 5 hochwärts, so rum. Und wenn ich bei 5 bin, dann kannst du deine Augen aufmachen und du fühlst dich ganz gelöst und frei. 1. Du spürst, wie dein Körper sich mit Kraft erfüllt und du fühlst, wie alle deine Energien aufgefüllt werden, deine Beine leichter werden. 2. Du fühlst, wie dein ganzer Unterleib fast schon schwebt. Dein Brustkorb, alles ist leicht und hell. 3. Diese Leichtigkeit und Freude füllt sich komplett aus. Deine ganzen eigenen Energien werden aufgefüllt. Wunderbar. Und du fühlst dich großartig, befreit, leicht. 4. Weiter an, hier und jetzt. Dein ganzer Körper ist gefüllt mit deiner Energie. Und 5. Du kannst die Augen aufmachen und bist wieder im Hier und Jetzt. Karin, wäre das okay, dass, und Janine, dass wir das veröffentlichen? Bin ich da gepixelt? Kannst du werden, ja? Ja. Okay.